Herzlich willkommen zu Spirit. Haben die Marienerscheinungen von Fatima im Jahr 1917 lediglich ein unbekanntes Dorf in Portugal weltberühmt gemacht? Oder haben die Erscheinungen den Gang der Weltgeschichte beeinflusst? Der 80-minütige Kinofilm des Spaniers Andrés Garrigó geht dieser Frage nach und stellt Bezüge zwischen der Botschaft von Fatima und bedeutsamen historischen Ereignissen des 20. Jahrhunderts her, der Russischen Revolution, den zwei Weltkriegen, dem Attentat auf Papst Johannes Paul II., einer mehr als 70 Jahre dauernden Friedensperiode in Zentraleuropa und dem Fall des Kommunismus. Und auf noch eine Frage sucht der Film eine Antwort. Beinhaltet die Botschaft von Fatima Hinweise auf die Zukunft? Ich freue mich, dass ich mich nun mit dem Regisseur des Filmes, Andrés Garrigó, und der Mitarbeiterin des Vereins zur Förderung des internationalen christlichen Filmes, Claudia Langen, unterhalten darf. Welcome. Herzlich willkommen in unserem Studio, Herr Garrigó und Frau Langen. Bevor das Interview losgeht, sehen Sie sich zunächst den Trailer des Films an. Hallo Maria, du hast mir doch von diesem Job berichtet und ich brauche unbedingt einen neuen Auftrag. Monika? Ja. Ich bin Victor Soler, der Produzent. Fatima, das sind nicht bloß irgendwelche Erscheinungen, die es da vor 100 Jahren gab. Die Geschichte von Fatima ist kein Zufall. Nein, ganz bestimmte Ursachen haben zu Wirkungen geführt, die die gesamte Welt betreffen. Am Anfang stehen drei faszinierende Personen. Lucia, Francisco und Jacinta. Wieso drehst du so einen Film, Victor? Für mich liegt der Schlüssel in der Ermahnung an uns Menschen, was passieren wird, wenn wir die Aufforderungen der heiligen Jungfrau nicht umsetzen. Während des Kalten Krieges hatten wir große Angst, denn es bestand die Gefahr eines neuen Weltkriegs. Gott will uns retten vor unseren Fehlern und schickt uns Maria, um uns zu warnen. Ali Akshar bat den Papst nicht um Vergebung. Er sagte, ich wollte dich töten. Du hättest tot sein müssen. Indem wir beten, ändern wir den Lauf der Geschichte. Auf einmal bricht die Sowjetunion zusammen. Es scheint fast wie ein Wunder. Der IS zerstört Kirchen und Tempel. In Irak, in Syrien. Darum müssen wir zur Jungfrau Maria beten. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Wir wissen nicht genau, wann es soweit sein wird, aber wir sind überzeugt davon, dass der Tag kommen wird. Herr Garrigó, Sie haben mit Ihrer Filmproduktionsfirma Joya schon 130 Dokumentarfilme produziert. Wie kam es zur Idee des Fatima-Filmes? Die Idee für den Film entstand im Zuge des 100-jährigen Jubiläums der Marienerscheinungen von Fatima. Wir haben beobachtet, dass zwar viele Filme zu diesem Anlass gemacht wurden, aber keiner von ihnen erzählte, was sich nach den Erscheinungen von 1917 ereignet hat und was unsere liebe Frau seit 100 Jahren vermisst. Wir fanden heraus, dass sie in diesen 100 Jahren aktiver war denn je. Diese Dinge sind sehr erstaunlich. Das war der Hauptgrund, den Film zu drehen. Ein weiterer Grund war, dass die Erscheinungen von Fatima die einzigen in der Geschichte sind, die durch eine Art kosmisches Wunder bestätigt wurden. Es war ein staunenerregendes Wunder, das von mehr als 70.000 Menschen gesehen wurde und vorhergesagt wurde.
Sonne tanzte am Himmel. Das ist einzigartig. Alles, was in Fatima offenbart wurde, muss daher wahr sein, wegen dieser Bestätigung. Und so begannen wir und interviewten 30 Experten, und es traten überraschende Dinge zutage. Unsere liebe Frau von Fatima ist im Jahr 1917 in Fatima erschienen. Warum hat wohl die himmlische Regie diesen Zeitpunkt ausgewählt? Der Zeitpunkt ihrer Erscheinungen wurde von unserer Mutter sehr gut gewählt. Sie wusste ja, was auf der Welt los war. Es war eine sehr stürmische Zeit, in der alles zusammenkam. Es herrschte Krieg, der Kommunismus erstarkte und die Oktoberrevolution brach in Russland aus. Viele Familien brachen auseinander. Darauf hatte es die russische Revolution ja angelegt. Und dieses Ziel findet sich auch in der kommunistischen Literatur. Die Erscheinungen standen außerdem im Zusammenhang mit dem Islam, worüber wir später noch sprechen werden. Frau Langen, Sie arbeiten ehrenamtlich dafür, den Film in Deutschland bekannt zu machen. Was war Ihr erster Eindruck vom Film? Ich habe den Film zum ersten Mal im Dezember letzten Jahres gesehen und war sehr berührt und beeindruckt. Ich erinnerte mich an meine Wallfahrt im August 2017, als ich Fatima 5 Tage erleben durfte. Als ich den Film sah, fühlte und wusste ich vom ersten Moment an, das ist ein Film, den wir in die Kinos bringen sollten. Das ist ein Film, bei dem die Menschen etwas über die Liebe Gottes und die Botschaft der Gottesmutter erfahren können. Es war meine tiefe Sehnsucht, die Gottesmutter zu unterstützen und durch das Medium Film ihren Wunsch zu erfüllen, ihre Botschaft den Menschen näher zu bringen. Herr Garrigou, unsere liebe Frau von Fatima hat die Gläubigen darum gebeten, jeden Tag den Rosenkranz zu beten. Welche geschichtlichen Katastrophen können durch das Rosenkranzgebet verhindert werden? Unsere liebe Frau hat nicht nur das Rosenkranzgebet gefordert, sondern auch die Weihe Russlands und der Welt an ihr unbeflecktes Herz. Die größte Gebetserhörung haben Sie bereits erwähnt. Das war der Niedergang des Kommunismus, den niemand erwartet hatte. Das war wirklich etwas Wunderbares. Aber es gab auch viele andere Gebetserhörungen. Wir können mit Portugal beginnen. Portugal wurde von atheistischen Freimaurern regiert, die heilige Messen und Ähnliches verboten. Nur wenige Tage nach der letzten Erscheinung in Fatima kam es zu einem Regierungswechsel. Die katholische Partei gewann unerwartet die Wahlen und die Verfolgung der Kirche hörte auf. Das ist das eine. In denselben Tagen rief Maximilian Kolbe in Polen die Militia Immaculatae ins Leben. Sie sollte eine Antwort auf die Angriffe der Freimaurer auf die Kirche sein. Die Freimaurer wollten die Kirche komplett zerstören und leider haben sie ihre Absicht nicht geändert. Es gab auch viele andere Gebetsinitiativen, wie zum Beispiel in Österreich. Dort zog sich 1955 ohne jegliche Verhandlungen die russische Besatzungsmacht zurück. Der verborgene Auslöser war die Gebetsinitiative Rosenkranz-Sühnekreuzzug. Damals beteten tausende Menschen auf den Straßen den Rosenkranz. Noch viele andere Dinge sind zu erwähnen, wie die Weihe Polens an das unbefleckte Herz Mariens. Diese Weihe machte Polen für den Kommunismus unverwundbar. Polen konnte dadurch während der kommunistischen Zeit überleben. Die Kirche wurde stärker und schenkte der Weltkirche einen polnischen Papst. Es gibt viele interessante Zusammenhänge zwischen dem Gebet und historischen Ereignissen. Mehr davon sind in dem Film zu finden. Frau Langen, Sie erfüllen einen Hauptwunsch unserer lieben Frau von Fatima. Sie beten jeden Tag den Rosenkranz. Wie hat der Rosenkranz Ihr Leben verändert?
Früher bin ich erst gar nicht auf die Idee gekommen, den Rosenkranz zu beten. Das hat sich erst in den letzten 2 Jahren entwickelt. Durch Fatima hat sich meine Einstellung zum Gebet grundlegend geändert. Ich habe dort eine andere Sicht vom Gebet bekommen. Jetzt bete ich auch viel für andere Menschen. Der Engel des Friedens lehrte die Hirtenkinder schon 1 Jahr vor den Erscheinungen, für diejenigen zu beten, die nicht glauben, die nicht lieben, die nicht anbeten und die nicht hoffen. Durch das Rosenkranzgebet kann ich mit jeder einzelnen Perle ein Anliegen zur Gottesmutter tragen. Für meine Familie, die Kinder, die Kirche, die Priester, den Frieden auf der Welt und für alle, die nicht an Gott glauben. Herr Garrigou, welcher Zusammenhang besteht zwischen dem dritten Teil des Geheimnisses von Fatima und dem Attentat auf Papst Johannes Paul II.? Wie Sie wissen, sah Schwester Lucia im dritten Teil des Geheimnisses von Fatima einen in weiß gekleideten Bischof, der zusammenbrach. Johannes Paul II. War kein Experte für Fatima. Er war eher der Madonna von Częstochowa verbunden. Als er aber nach dem Attentat auf ihn im Krankenhaus lag, erkannte er, dass der Tag des Attentats, der 13. Mai, der Jahrestag der ersten Erscheinung von Fatima war. Er las daraufhin den dritten Teil des Geheimnisses und identifizierte sich selbst mit dem Bischof in Weiß, der unter den Kugeln der Attentäter zusammenbrach. Damals ließ er die Kugel des Attentäters nach Fatima bringen, damit sie in die Krone der Fatima-Statue eingearbeitet werde. Damit unterstrich er den engsten Zusammenhang zwischen dem Attentat und dem Fatima-Geheimnis. Es gibt eine Verbindung zwischen Fatima und Russland und zwischen Polen und Russland. Die Solidarność-Bewegung in Polen hatte seit der Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Mariens einen durchschlagenden Erfolg. Wie Sie gerade erwähnt haben, hat Papst Johannes Paul II. 1984 die Menschheit und besonders Russland dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht. Er erfüllte damit einen Wunsch unserer lieben Frau von Fatima. Welche Auswirkungen hatte diese Weihe auf den Lauf der Geschichte?